Auf ins letzte Gefecht. Hallo Skatfreunde, willkommen zur dritten von drei Zwölfer-Serien im Mai, Monatsfinale des Rocket. Es geht um die Wurst, es geht um den Einzug ins große Jahresendspiel. Und ich sitze an Tisch 1, habe 1000 Punkte vorgelegt, die Chancen waren also noch nie so gut. Und jetzt braucht es nur noch eine ganz solide 350-400er Liste, so in etwa jedenfalls. Und ob die jetzt kommt, das schauen wir uns jetzt an. Spieler 1 hat schon ungefähr 100 Punkte Vorsprung, Spieler 2 ungefähr 50 Punkte. Ich bin an Platz 3, aber darum geht es ja gar nicht, hier am Tisch unbedingt zu gewinnen, sondern es muss insgesamt für die ersten 5 reichen, denn die sind fürs Finale qualifiziert. So, ich habe 18 geboten, bin nicht rangekommen und Spieler 2 in Vorhand hat erstmal ein Spiel mit 6 Trümpfen und er hat offenbar auch keine Probleme, denn Herz Ass 10 auch noch an der Seite, Herz Ass 10 zu dritt sogar. Dann hat er nur noch eine unbekannte Karte, Kreuz oder Karo. Ich werde Kreuz halten, mein Partner Karo und dann ist das erste Spiel locker Schneider geworden, also eine schöne Hausnummer für Spieler 2. Spiel 2, ich habe 5 volle, damit halte ich dann mal die 18, aber mehr auch nicht. Und Spieler 2 legt mit Karo los. Hab 5 volle, von daher kann ich was anbieten, auch wenn ich nur einen Trumpf habe. So, mein Partner hier ein bisschen verhalten, wimmelt nicht. Na, dann habe ich durchaus die Hoffnung, dass er die Handvoll Trümpfe dagegen hat. Ja, diese Hoffnung ist hier aber mit dem Trumpf Ass schon gestorben. Dann kann er höchstens noch den Herz Buben haben, also 7 Trümpfer und Herz Ass auch noch an der Seite. Also dann ist das hier schon unser letzter Stich und wir sind gerade so aus dem Schneider gerobbt. Also zwei sehr solide Spiele für Spieler 2, ein gelungener Einstand. Und jetzt im dritten Spiel, das könnte doch meine Chance sein, wenn ich für 18 rankomme und ich komme für 18 ran und finde den Pik Buben. Und jetzt ist es ja hier die erste richtungweisende Entscheidung. Das Farbspiel der Karo ist natürlich ein bisschen solider. Der Grang hat quasi nur zweieinhalb Farben, beziehungsweise die Pik 10 kann auch abhanden kommen, wenn ich meinetwegen im Aufschlag Kreuz stechen muss, die Jungs in einer Hand sitzen und dann aus Mittelhand Pik auf den Tisch kommt. Aber da muss schon eine Menge schief gehen und dass es am Ende an ein paar Punkten scheitert, weil ich jetzt hier mich nicht zum Grang getraut habe, das soll auch nicht passieren. Also ich spiele den Grang und da geht es doch gut los. Pik kommt auf den Tisch und schon nach dem zweiten Stich ist das Ding in trockenen Tüchern. Jungs stehen allerdings zusammen, von daher gut, dass jetzt Pik auf den Tisch kam und jetzt brauche ich hier nur noch meine Vollen durchzuziehen. Kann natürlich jetzt nicht mehr Herz unter durchspielen, also Schneider wird nicht drin sein, aber wichtig ist ja erstmal hier ein so schönes 72er-Spiel auf der Habenseite zu notieren. Ja, was fällt noch auf? Es geht hier rasend schnell. Spieler brauchen nicht lange. Bisher war es natürlich auch nicht besonders schwer. Es gab nicht so viel zu überlegen. Trotzdem, man sieht hier geübte Spieler. Es wird schnell gespielt. Es wird schnell die Karte wieder aufgeklappt. Da ist es schon passiert. Spiel 4, Spieler 2, noch ein 120er, wieder ein Abklappspiel. Und Spieler 2, dem können wir damit schon nach 4 Spielen gratulieren. Der hat jetzt 1400 liegen und sollte damit schon im Ziel sein. Und insofern müssen jetzt Spieler 1 und ich mal ein bisschen gucken, wo wir bleiben, ob wir auch noch aufschließen können. Ja, Grang, das hört sich doch gut an, was Spieler 1 da macht. Und da fängt er erstens die Herz 10 und zweitens kommen auch noch die Buben verteilt. Also damit wird er jetzt wohl kein Problem mehr haben. Damit kann es wohl, wenn dann nur noch um Schneider freigehen. Deswegen nehme ich hier auch gleich raus und ziehe die Herzstiche hin und kriege von meinem Partner aber nur Bilder. Der hat wohl noch Siegfantasien und klammert irgendwie mit dem Vollen oder was. Das ist aber vielleicht ein Tick zu optimistisch hier gedacht.
So schlecht kann der Gang ja auch nicht gewesen sein. Also auch Spieler 1 hat seine ersten Punkte eingefahren. Und kommt in Vorhand wieder für 18 ran und legt gleich mit einem Gang nach, ohne Bubenzug, also vielleicht mit Vieren. Entsprechend gleich hier die Herz 10 rein. Gleich der Versuch aus dem Schneider zu kommen, hat aber nicht hingehauen. Pik steht 2-2 und da ist das Spiel auch schon wieder vorbei. Vier Buben, Karo, Ass, 10 König, Dame und zweimal Pik. Ein sehr schönes Spiel, Grang mit vier Schneider und damit ist im sechsten Spiel auch Spieler 1 so gut wie durch. Jetzt muss ja nur ich noch ein bisschen was bekommen. Also drei Buben, 18 gesagt und Kreuz Bube und Kreuz Dame gefunden. Wie die Faust aufs Auge. Ein schöner Achttrümpfer hier mit Vieren und Seitenass. Also hier an Tisch 1, da scheint ja irgendwie nichts anzubrennen. Da gehen die Spiele, als hätten wir nie was anderes als Skat gespielt. Vor allen Dingen, das sind mal genau die Spiele, die man sich dann auch am ersten Tisch wünscht. Na klar, lebt Skat an sich auch von den kniffligen Spielen, von den knappen Spielen, wo überlegt werden muss. Aber ganz ehrlich, es hat doch keiner was dagegen, wenn dann auch die Punkte mal einfach eintrudeln mit Spielen, die nur so von oben runtergezogen werden. Hier scheint wieder ein schnelles Spiel zu sein. Sechsmal Trumpf, leerer Trumpfzug. Und da geht schon wieder die Klappe auf mit Ass, 10, Lusche, Ass an der Seite. Also fünf Schneiderspiele hintereinander. Hier kann man nicht sagen, dass wir uns hier irgendwie die Spiele abschenken. Und da kommt der nächste Riese diesmal wieder zu mir. Den siebten Trumpf noch gefunden mit Pik, Ass, 10, Dame an der Seite. Ja, läuft hier einfach, läuft. Und dann macht es ja auch Spaß. Das ist ja richtig hier ein Schaulaufen, kann auch schon wieder die Karte nach dem dritten Stich aufdecken, denn der Schneider ist schon sicher. Und nach 9 Spielen bin ich doch jetzt auch schon bei 1340. Nun war es allerdings durchaus so, dass auf den folgenden Plätzen es schon ein bisschen eng noch war. 900 Punkte, 850 Punkte hatten auch noch einige Spieler, also ein gutes Spiel würde ich schon noch mitnehmen, würde ich gerne noch machen. 1340, das könnte noch etwas knapp sein. So, wir sind auch schon im 11. Spiel. Ah, und jetzt werde ich hier angepasst. Und das ist jetzt natürlich nochmal so ein Schlüsselmoment. Soll ich oder soll ich nicht? Gut ist das Spiel natürlich nicht, aber beide passen. Andererseits passen sie natürlich auch, weil sie schon genug Punkte haben. Bei mir ist es ein bisschen eher an der Grenze. Letztendlich, ehe ich am Ende scheitere, weil ich das Spiel nicht gereizt habe und mir ein paar Punkte fehlen, dann lieber volle Kraft voraus in die Offensive. Also 18 gesagt und mal gucken. Ah, Karo, König und 10. Na, das hätte natürlich schlimmer kommen können, aber eine wirklich gute Verbesserung ist es auch nicht. Kein Ass gefunden, kein Trumpf gefunden. Klar, 14 Augen, keine schlechte Drückung, aber der darf jetzt natürlich nicht unrund stehen. Da dürfen nicht vier Trümpfe sitzen oder es mit Karo schlecht stehen. Also jetzt mal Daumen drücken. Pik 10 geht gleich raus, das sehe ich schon mal gerne. Das deutet bisher nicht darauf hin. Jawohl, die Trümpfe kommen schon mal. 14 Augen, das ist doch bisher nicht so schlecht gelaufen. Jetzt kann ich meine Herz-Lusche auf 0 Augen loswerden, immer noch 14. Wenn hier jetzt kein Überschlichtig kommt, kommt nicht, dann ist das Spiel gewonnen. Jetzt kann nicht mehr viel passieren. Herz König deutet so ein bisschen an, Karo Ass steht zu dritt. Entsprechend biete ich hier die 10 gleich an. Und so war es auch, hab aber das Spiel gewonnen. Und das sind 396 zusammen, also auch jetzt über 1400 Punkte. Ich denke, das sollte es doch sein. Das müsste doch reichen. Jetzt gucken wir uns das letzte Spiel noch an, da habe ich nichts bekommen. Dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen. Spieler 1 greift nochmal zu, der will hier die 1500 voll machen. Und es wird ein Karo. Gut, Trümpfe stehen zumindest schon mal glatt, ich habe jedenfalls 3. Also erstmal rüber und mal gucken, ob ich meinem Partner eine Farbe 10 freispielen kann. Die 10 habe ich ihm schon mal freigespielt.
Aber die Trümpfe stehen ja sensationell gut. Also das scheint mir gar nicht so ein gutes Spiel zu sein. Nur 5 Trümpfe, höchstens 3 Pik. Das heißt, er hat jetzt auch noch 2 oder 3 Herz an der Seite. Kommt eben darauf an, wo die letzte Pik-Lusche steht. Von daher, um hier zu gewinnen, auf jeden Fall schnippeln und jetzt nochmal Kreuz. Und, aha, Pik-König beim Spieler Herz 10 im Keller. Na, das war noch eine ganz schöne Möhre hinten raus, aber auch die gewonnen. Und dann geht der Tisch 1 ohne Betspiel hier davon und sehr solide Ergebnisse. Das müsste doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn es hier nicht für alle Spiele an Tisch 1 reicht. Ob es reicht, das schauen wir uns jetzt nochmal eben an. Da kommen die Ergebnisse rein und jawohl, vierter Platz hat gelangt. Das ist mein Ticket fürs Jahresfinale, genauso wie für Abby und Sessional, gegen die ich gerade am ersten Tisch gespielt habe. Knolle, den hatte ich in der zweiten Liste, der ist schon durch gewesen. Das heißt, der hat sich hier noch ein Taschengeld eingesteckt. Menu Schreck FCB und Schwachi, auch euch herzlichen Glückwunsch. Und das sind natürlich gute Nachrichten. Nicht nur geht es da um ein paar Kopeken, sondern jetzt kann ich auch ein paar Videos aus dem großen Jahresfinale für euch machen. Das ist doch wunderbar. Nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich dabei, dienstags 19:05 Uhr immer Schlag die Meerjungfrau. Diesen Termin, den lasse ich deswegen noch lange nicht sausen. Und für alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, die Bedingungen werden natürlich immer besser. Denn im Moment gehen die Teilnehmerzahlen ein bisschen zurück, weil viele schon qualifiziert sind. Damit sinkt auch der Punkteschnitt, den ihr braucht, um es mal zu schaffen. Und vor allen Dingen der Jackpot steigt und steht jetzt schon kurz vor 40.000 Euro. Also, wenn ihr noch nicht dabei seid, überlegt es euch. Dann heißt es vielleicht im Januar, schlagt die Meerjungfrau im großen Rocket-Jahresfinale.